Torben Rabe, wir sind so in den letzten Ausläufern, hoffen wir es zumindest, der Pandemie. Und wenn man über Pandemie spricht, dann hört man ganz oft, okay, was bleiben wird, ist eine wahnsinnige Digitalisierung, die wir in Deutschland erleben werden. In jeder Hinsicht, alles wird digitaler, alles wird virtueller. Und gleichzeitig heißt es, Unternehmen gründen sich und wir erleben eine neue Blütezeit der digitalen Gründungen. Und dann, spätestens dann, kommt der Gründer, versucht sein Unternehmen zu gründen und stößt dann auf teilweise, sagen wir mal, nicht unangenehme Dinge, aber sagen wir komplizierte Dinge in der Bankenlandschaft, die dem Digitalisierungsschub, auch nochmal vorsichtig formuliert, nicht ganz gerecht werden. So, jetzt kommen Sie mit einem Unternehmen namens Konto und sagen, wir machen alles anders. Was machen Sie denn anders? Genau, Sie haben es ganz richtig gesagt, wir sind die All-in-One-Finanzlösung, die sich auf der einen Seite auf Gründer spezialisiert in ihrer Gründungsphase, darüber hinaus aber auch an kleine und mittlere Unternehmen sowie Selbstständige. Und unser Ziel ist eben hier, ein Geschäftskonto zusammen mit Finanzverwaltung diesen Kunden anzubieten. Speziell für Gründer haben Sie eben schon gesagt, ja, durch die Pandemie ist es dazu gekommen, dass viele Neugründungen dass wir diese sehen. Die Gründungsquote ist zum ersten Mal, glaube ich, seit 15 oder 16 Jahren wieder gestiegen. Ist sukzessive runtergegangen über das letzte Jahrzehnt. Und was durchaus positiv ist, auch für Deutschland als Wirtschaftsstandort. Und wir wollen hier eben auch einen Beitrag leisten, indem die Gründer in ihrem Gründungsprozess ein Geschäftskonto relativ schnell und unkompliziert mit uns machen können. Das ist nämlich überraschenderweise für viele Gründer der Schritt, der meistens am längsten dauert. Für die Gründung brauchen sie nämlich an der GmbH oder UG ein Geschäftskonto. Und das bieten wir eben an. 100% digital, innerhalb von 10 Minuten. Damit können Sie dann Ihr Stammkapital einzahlen und den Gründungsprozess vollenden. Genau. Für uns ist es natürlich dann ein Schritt, in dem die Gründer ihr Geschäftskonto dann erstmal auch nutzen, ja, als ihr Geschäftskonto, dann mit uns wachsen. Wir sehen bei vielen Kunden, dass sie über die Zeit mehr Mitarbeiter haben, dadurch auch mehr von unseren Produktfeatures in Anspruch nehmen über die Zeit und quasi mit uns wachsen. Sie haben gerade von Finanzverwaltung gesprochen. Wenn ich es richtig verstehe, bedeutet das also, der ganze Kram, den Menschen so wahnsinnig gerne in Firmen machen, also Belege und sonstige Dinge, die dann irgendwann beim Buchhalter oder beim Steuerberater landen, quasi zu integrieren. Wie funktioniert das, dass in meinem Konto die Finanzverwaltung schon drin ist? Wenn wir uns mal die Wertschöpfungskette angucken in einem normalen kleineren Unternehmen, sage ich mal, dann ist es so, dass wir anfangen mit den Ausgaben selber, also mit dem Ausgabenmanagement, sprich, wie gebe ich denn innerhalb des Unternehmens überhaupt etwas aus, sei es jetzt online, digital, zum Beispiel Google Ads, die ich ausgebe, aber auch ganz praktisch als Bauunternehmen, ich möchte im Baumarkt etwas kaufen für meinen Betrieb. Dann ist die Frage, wie mache ich das und wie mache ich das mit meinen Mitarbeitern? Hierzu sind Themen wie virtuelle Karten, Firmenkarten relevant, die Sie Ihren Mitarbeitern ausstellen können, sie so ermächtigen, auch diese Ausgaben tätigen zu können, dabei trotzdem die Transparenz und Kontrolle zu behalten, indem Sie Limits einstellen können, indem Sie das zeitlich begrenzen können, indem Sie auch verschiedene Rollen diesen Mitarbeitern geben können. Also das ist sozusagen der erste Schritt in der Wertschöpfungskette. Der zweite Schritt ist dann natürlich das Geschäftskonto selber, sprich, dass man, dass es in dem Geschäftskonto auch reibungslos funktioniert, dass man dazu einen funktionierenden Kundensupport auch hat, 7 Tage die Woche, den ich über Telefon, E-Mail oder Chat erreichen kann. Das bieten wir auch. Man muss jetzt hier auf keinen Termin in der Filiale warten. Und als dritter Schritt eben das Thema Buchhaltung. Sprich, sobald eine Ausgabe getätigt wurde und es vielleicht auch zum Ende des Monats geht, dann muss ich in meinem Finanzteam häufig zuerst mal die Belege sammeln, häufig von den Mitarbeitern auch, sei es jetzt im Außendienst oder sei es eine einmalige Zahlung, ja.
Und dieses Sammeln der Belege ist häufig sehr zeitraubend und nicht unbedingt wertstiftend. Und dazu bieten wir zum Beispiel auch Features an, dass man entweder mit der Konto-App selber die Belege direkt scannen kann. Die App erkennt dann automatisch, um welchen Betrag es sich handelt, ordnet das der jeweiligen Transaktion automatisch zu. Oder ich kann es auch per E-Mail an eine bestimmte von mir definierte E-Mail-Adresse schicken. Da passiert eben auch diese Zuordnung. Das verbunden mit starken Integrationen, sei es Datev oder auch eben Fastbill, weiteren Buchhaltungsintegrationen, ist eben eine extrem starke Kombination. Also sowohl das vollumfängliche Geschäftskonto zusammen mit diesen zusätzlichen Features ist eben die Kombination, die es ausmacht und die häufig den Geschäftsführern und auch den Finanzteams Zeit spart, um sich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist, nämlich Wert für die Kunden zu schaffen, was eben auch unsere Mission ist. Wir wollen, dass kleine und mittlere Unternehmen, Startups, Gründer, sich auf auf das konzentrieren, was nämlich wichtig ist, nämlich auf die tatsächliche Wertschöpfung für die Kunden. Ich hoffe, Sie finden die Frage nicht despektierlich, aber das, was Sie erzählen, klingt ja danach, dass es letztendlich auch in dem betriebsinternen Ablauf müsste es ja eigentlich auch eine Produktivitätssteigerung geben oder zumindest sagen wir eine Effizienzsteigerung. Ne? Also weil wenn ich nicht erst alle Belege irgendwo einsammeln muss und dann werden die sonst wo sortiert und hochgeladen, sondern ich habe die eigentlich sofort mit meinem Konto verknüpft, sollten ja eigentlich auch im Bereich der Buchhaltung die Dinge effizienter gehen. Das drängt sich bei mir ein bisschen die Frage auf, wieso können Sie das, wieso bieten Sie das an und meine Kollegen, hört mal eben weg, die örtliche Sparkasse nicht. Ich glaube, da gibt es mehrere Gründe für. Ich glaube, das erste ist, dass wir wirklich, also zum einen uns nur auf Geschäftskonten konzentrieren, sprich unser Fokus hier hilft zum einen, dass wir eben nicht noch die Privatkundensparte dabei haben, die wiederum andere Bedürfnisse haben. Das zweite ist, dass wir hier wirklich den Vorteil haben, von unserer relativ neuen Plattform eben anzufangen, keine Altlasten haben. Wir haben als Konto eben auch unser eigenes Kernbankensystem, das wir gebaut haben. Sprich, wir wissen, womit wir arbeiten und wir können darauf relativ schnell aufbauen. Und das Dritte ist, glaube ich, dass im Geschäftskundenbereich häufig, wenn wir über traditionelle Banken sprechen, dieses Interesse vielleicht auch gar nicht besteht, in dieses Segment zu gehen, weil wenn ich mit traditionellen Banken häufig rede, dann ist das Interesse häufig gar nicht dabei, das Geschäftskonto oder eben die Buchhaltung dazu abzubilden, sondern es geht vor allen Dingen darum, weitere Produkte wie Kredite zum Beispiel anzubieten, Darlehen und so weiter. Und da ist eigentlich der Fokus drauf, sprich wenn man sich als traditionelles Unternehmen auf die profitabelsten Geschäftsgebiete konzentriert, dann ist eben per Definition der Fokus dort woanders. Für uns gestaltet es sich eben anders, weil wir durch unsere digitale, schlanke Aufbau eben kosteneffizienter das anbieten können, auch für die kleineren Kundensegmente. Und das können die traditionellen Banken eben nicht, weil sie eben eine Filialstruktur haben, weil sie weitere Kosten dort haben. Und das ist der Vorteil bei uns. Sie sind ein Unternehmen, das in Frankreich gegründet wurde, wenn ich mich richtig erinnere oder wenn ich es richtig weiß. Da stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, französisches Unternehmen in Anführungszeichen, dürfen die überhaupt in Deutschland Bankengeschäfte machen? Kriege ich eine ordentliche IBAN und eine ordentliche BIC oder zuckt dann irgendjemand zusammen und sagt, Moment, diese Bank nicht mit uns? Das ist eine gute Frage, weil die Frage ist natürlich gerade für deutsche Kunden sehr wichtig, weil nirgendwo ist Vertrauen so wichtig, glaube ich, wie in Deutschland. Und das wissen wir auch. Ich glaube, der erste Punkt ist, dass wir uns als europäisches Unternehmen verstehen. Wir sind zwar in Frankreich gegründet worden, inzwischen aber in 4 europäischen Märkten aktiv. Frankreich war in der Tat unser Startmarkt. Wir sind aber auch in Deutschland, Italien und Spanien aktiv. Sind dort 2019, 2020 relativ zeitgleich gestartet. Was für uns der Vorteil eben war, dass wir dadurch
dass die Lerneffekte aus den verschiedenen Märkten jeweils übertragen konnten. Was Deutschland angeht, absolut. Sie kriegen als Kunde eine deutsche IBAN und Sie kriegen auch ein vollumfängliches Geschäftskonto. Das heißt, Sie haben dort keine Nachteile, dass Konto jetzt französisch ist oder europäisch, sondern im Gegenteil, ich sehe es eher als Vorteil, dass Sie als deutsches Unternehmen, wenn Sie auch international tätig sind, dort eben grenzübergreifend sowohl den Kundensupport in verschiedenen Sprachen haben, dass Sie Geschäftskonten in den verschiedenen Ländern auch haben können, innerhalb derselben Oberfläche, also Sie können dann relativ leicht wechseln zwischen den Ländern auch. Das sind alles die Vorteile, die ich hier sehe. Und das war in der Tat mit der deutschen IBAN etwas, was wir in den ersten Monaten auch unterschätzt hatten teilweise. Also wir sind mit einer französischen IBAN gestartet. Wir sind ja nicht die Einzigen, die das machen. Also ich glaube, Revolut zum Beispiel arbeitet immer noch mit einer britischen IBAN. Die Tatsache ist aber, dass es eine IBAN-Diskriminierung in Europa gibt. Und eben doch teilweise Zahlungen abgelehnt werden, wenn sie eine nicht deutsche IBAN haben. Dementsprechend haben wir relativ schnell reagiert und dementsprechend haben unsere deutschen Kunden auch eine deutsche IBAN. Es gibt so ein paar Sachen, über die man immer wieder stolpert momentan, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Kann mir vorstellen, dass es, wenn es um solche Sachen wie Finanzen, Geld geht, ähnlich ist. Das eine, was ich immer wieder höre, sind Automatisierung von Prozessen, künstliche Intelligenzen. Das zweite, was ich immer wieder höre, ist Mobile. Also im Falle von Finanzwirtschaft Mobile Payment. Wie würden Sie diese Trends bewerten? Sind das vorübergehende Dinge? Ist es modischer Schnickschnack oder ist die Zukunft von Banking tatsächlich sehr stark abhängig von diesen Dingen, die ich gerade genannt habe? Ja und nein. Also ich glaube, dass die beiden Trends, die Sie genannt haben, künstliche Intelligenz und Mobile, sind auf jeden Fall Trends, die hier gekommen sind, um zu bleiben und die auch das Finanzwesen weiter formen werden. Wir sehen es ja bei uns zum Beispiel, viele unserer Nutzer nutzen ausschließlich die App, aber genauso viele nutzen eben auch die Web-Oberfläche, um eben traditionell dort zu interagieren, oder nutzen eben beides. Sie nutzen die Web-Oberfläche, um ihr normales Bankgeschäft zu machen, nutzen die App vielleicht, um Belege zu scannen, jetzt als Beispiel. Darüber hinaus, was künstliche Intelligenz angeht, ist es eben so, dass sich dort extrem viele Möglichkeiten auch ergeben. Und ich will gar nicht die Entwicklung im Finanzwesen nur auf diese beiden Trends beschränken, sondern was wir auch sehen in diesem Bereich sind weitere Trends, also hin das Thema Open Banking ist sicherlich auch verknüpft teilweise, aber das Thema Open Banking ist ein extrem wichtiger Katalysator, was den Mehrwert für Kunden angeht, sprich immer mehr Unternehmen erkennen im Finanzbereich, dass ein Zusammenschluss oder eine gegenseitige Integration Sinn ergibt, um den Kunden den bestmöglichen Wert zu schaffen. Das haben wir bei uns auch erkannt, indem wir uns mit Partnern wie zum Beispiel Datev oder Weltsparen, Fastbill, miteinander verbinden, um den Kunden eben dort zu sagen, hey, ihr nutzt diesen Service und wir wollen euch auch nicht davon abbringen, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen eben ermöglichen, dass ihr diese Services miteinander integriert. Wenn man das noch einen Schritt weiter geht, dann geht es in die Richtung Embedded Finance, sprich es gibt modulare Teile, die dort eingebettet sind, also Finanzaspekte, die eingebettet sind in traditionellen Nicht-Finanzthemen. Also es gibt, glaube ich, eine Bandbreite von Themen im Finanzwesen oder im Fintech-Bereich entsteht extrem viel und ich finde es super spannend. Das ist auch der Grund, warum ich da bin. Ich glaube, was Fintech ausmacht, ist, wie Sie gesagt haben, Digitalisierung, also das Digitalisieren von bestehenden Prozessen, vielleicht analogen Prozessen, aber darüber hinaus eben das, was vielleicht das komplette Neudenken von etwas. Also wenn Sie jetzt als Beispiel TransferWise nehmen, dann ist es zwar, wenn ich als Endkunde darauf schaue, ich möchte Geld in ein anderes Land schicken,
Aber was dahinter steht, ist nicht die Digitalisierung von einem vorher analogen Prozess, sondern ein komplettes Neudenken. Und das finde ich super spannend. Auch, dass es häufig grenzüberschreitend passiert. Also, dass wir hier wirklich in einem demokratisierten internationalen Geschäft zu tun haben, den auch jeder braucht. Also jedes Unternehmen zum Beispiel braucht ein Geschäftskonto. Und deswegen passiert da auch so viel. Ich muss Ihnen gestehen, ich habe den Begriff Fintech das erste Mal, ich glaube, so vor 3 oder 4 Jahren gehört. Und meine Vorstellung war, die verschieben da Bitcoins hin und her oder machen irgendwie andere hochtechnisierte Dinge, von denen ich nicht allzu viel verstehe. Dann kommt da vielleicht noch sowas wie Blockchain mit rein, was ich auch bis zum heutigen Tag immer noch nicht so ganz kapiert habe, wie Blockchains funktionieren. So, und damit dachte ich, okay, das ist so eine Spielerei für Nerds. Inzwischen taucht der Begriff immer und immer wieder auf. Und so wie ich es verstehe und so wie Sie mir das jetzt auch in der letzten Viertelstunde so ein bisschen erklärt haben, denke ich mir, kann eigentlich eine Bank heute überhaupt noch zukunftsträchtig sein, wenn sie sich nicht eher in diese Fintech-Rechnung Richtung definiert? Weil mir fällt auf, bei alledem, was mir Fintechs erzählen, auch was Sie jetzt heute gesagt haben, das ist ein diametraler Gegensatz zu dem, was das klassische Hausbankmodell so ausmacht. So, von den Hausbanken hört man nicht so wahnsinnig viel Zukunftsträchtiges und Gutes, während überall höre ich, hey, mach was mit einer App, mach ein Fintech und das ist richtig cool. Also worauf ich raus will, ist das nicht letztendlich dann doch nicht nur so eine Sache für Nerds, sondern das Finanzmodell, das Bankenmodell der Zukunft, von dem wir da heute reden? Und ist es überhaupt noch zukunftsträchtig, dass irgendjemand in eine Fußgängerzone eine Filiale macht, in der Leute dann Sparverträge abschließen können? Das ist eine gute Frage. Das wird die Geschichte dann letztendlich zeigen. Was ich sagen kann, ist, ich hatte vor meiner Zeit bei Konto auch als Unternehmensberater gearbeitet und viel mit der Digitalisierung von traditionellen Banken zu tun gehabt und wirklich von innen auch gesehen, was die Herausforderungen sind. Und ich muss sagen, da gibt es einige positive Beispiele auch. Und wir sehen es auch im europaweiten Vergleich, zum Beispiel in Spanien, wenn Sie die BBVA oder BBVA sich angucken, die sind extrem gut aufgestellt, was die Digitalisierung ihrer Geschäftszweige angeht, auch angefeuert davon, dass sie in Südamerika häufig neue Märkte aufgemacht haben. Also ich würde es jetzt gar nicht so schwarz und weiß malen. Was tatsächlich Fakt ist, ist, dass sich das Banking fundamental ändert und dass das Vertrauen der Kunden gekoppelt ist an sich verändernde Kundenerwartungen, würde ich sagen. Also wenn Sie zum Beispiel, wo Sie früher die Filiale bei sich in der Nähe hatten, wo Sie mit Ihrem Kundenberater gesprochen haben, dann ist es häufig so heutzutage, dass Filialen geschlossen werden, sprich, dass auch bei den traditionellen Banken nicht mehr unbedingt gegeben ist, dass Sie Ihren dedizierten Ansprechpartner immer sprechen können. Auf der anderen Seite aber erwarten die Kunden, dass sie zumindest mit jemandem sprechen können und dass sie dort wirklich sich gut informieren können. Deswegen werden digitale Möglichkeiten oder telefonische Möglichkeiten immer wichtiger. Und da tun sich die traditionellen Banken tatsächlich schwer. Und es ist letztendlich, die traditionellen Banken befinden sich teilweise in einem, ja, wie man sagt, Dilemma, Innovators Dilemma. Dadurch, dass Ihr Kerngeschäft immer noch relativ gut läuft, sehen Sie momentan noch nicht den Anreiz, es zu verändern. Dadurch verpassen Sie aber, die Veränderungen jetzt durchzuführen, die in ein paar Jahren wirklich absolut essentiell sind, um zu überleben. Und das ist, glaube ich, die Krux dabei. Und deswegen sehen wir auch so viele Innovationsprojekte, die scheitern, die ich auch gesehen hatte in meiner Zeit als Unternehmensberater. Dass dort, wenn es gut läuft, wenn Sie ein Innovationsprojekt haben, was sehr gut läuft, dann kannibalisiert es das bestehende traditionelle Geschäft und es besteht das Risiko, dass das Innovationsprojekt getötet wird. Wenn es schlecht läuft, dann wird sofort gesagt, okay, man hat es ja gewusst. Also letztendlich, je nachdem, wie Sie es aufbauen, kann es zum Scheitern verurteilt sein, aber es gibt auch wirklich positive Beispiele dabei.
Also im Grunde genommen eine Sache, die wir in ganz vielen Branchen in der Digitalisierung immer wieder erlebt haben, dass die Platzhirsche sagen, wieso, uns geht's doch gut. Und auf einmal merkt man dann so nach wenigen Jahren, ach so gut geht's uns dann vielleicht doch nicht mehr. Oder rechts ziehen gerade irgendwelche schnellen Beiboote vorbei, die man vor kurzem noch als Nussschalen ein bisschen belächelt hatte oder als Spielzeuge für die Dings. Kenne ich alles aus der Medienbranche, so viel kann ich Ihnen sagen. Aber wenn wir jetzt gerade so ein bisschen über Zukunftsperspektiven und über Aussichten über die nächsten Jahre hinweg reden, dann sagen Sie doch zum Schluss dieser neuen Ausgabe von D25, wenn wir mal so 4-5 Jahre vorausschauen, wo steht Konto aus Ihrer Sicht? Wie wird sich der Finanzmarkt, wie wird sich das Banken, wie werden sich die Banken weiterentwickeln? Und weil wir ja gerade am Anfang auch von der Disruption durch die Pandemie gesprochen haben, glauben Sie, dass wir diesen Digitalisierungs-, Innovations- und Gründungsschub behalten werden? Oder verschwindet das Virus und die Euphorie ist dann auch wieder dahin? Ganz viele Fragen auf einmal. Ich fange mal bei Konto. Ja, Entschuldigung, es waren drei. Es waren drei statt einer, ich gebe es zu. Ich fange mal bei Konto an. Also wo wir in den nächsten Jahren zumindest bis 2023 stehen wollen, ist, dass wir unsere internationale Präsenz weiter in den vier Märkten, wo wir sind, weiter ausbauen wollen und dort wirklich einen starken Footprint auch in Deutschland, Italien und Spanien haben wollen. Das geht einher mit weiterem Teamausbau, starkem Teamausbau. Also wir wollen in Deutschland jedes Jahr bei unserem Team die Anzahl verdoppeln an Mitarbeitern, die hier arbeiten. Was das Produkt angeht, wollen wir eben unseren Kunden wirklich dieses Versprechen, die All-in-One-Finanzlösung, weiter ausbauen und wirklich einen Wert schaffen, mit dem Kunden teilweise nicht mal rechnen. Also wir denken, in unserer Logik gibt es zum einen die Basics, die jeder Kunde erwartet, und dann gibt es das Plus Alpha, was der Kunde nicht unbedingt erwartet. Und wir wollen auch das anbieten, was der Kunde nicht unbedingt erwartet, um eben dort die Freude zu schaffen und den Kunden auch dazu bewegen, das Produkt zu nutzen. Das kann ich dazu sagen. Was ist dazu wichtig? Dazu ist zum einen wichtig, alle entlang dieser All-in-One-Finanzlösung weitere Funktionen mit einzubauen, weiterhin das Thema Partnerschaften voranzutreiben und für Gründer eben auch weiterhin unser Produktangebot weiter auszubauen und vielleicht auch erfolgreich mitzuwirken dabei, wie Deutschland die EIDAS-Regulierung, also auf Europaebene, die festlegt, dass bestimmte Government-Prozesse, wie zum Beispiel auch die Gründung, digital ablaufen, dass die wirklich erfolgreich umgesetzt wird, damit Deutschland als Wirtschaftsstandort weiter gestärkt wird. Für die Finanzszene selber sehe ich ähnliche Entwicklungen in dem Sinne, dass Themen wie, wir hatten eben drüber gesprochen, Open Banking, KI-gestützte Prozesse und eben auch weiter vernetzte Lösungen immer weiter in den Vordergrund sich stellen. Das Thema oder das Wort Bank wird wahrscheinlich in der Zukunft weniger erwähnt, weil es eben, dass die klassische Bank dort vielleicht nicht mehr gibt. Wenn man sich heute schon im Privatkundensegment anguckt, die 10 größten sozusagen digitalen Banken sind, davon sind 7 von 10 sind tatsächlich gar keine richtigen Banken. Und dieser Trend wird sich, glaube ich, noch weiter verschärfen. Sprich, man muss gar nicht die vollumfängliche Bank sein, um das anzubieten, was der Kunde unter Banking versteht, was ganz interessant ist. Und für Deutschland generell, was ich dort sehe, ist, ja, also was mich positiv stimmt für Deutschland, wenn wir jetzt über die nächsten, wie gesagt, 4 bis 5 Jahre sprechen, dann ist es eine Digitalisierung von auf der Prozessebene, die ich als gut voranschreitend sehe, die bei vielen Unternehmen aber vielleicht auch zu sehr im Vordergrund ist. Also wenn es um das Thema Produkte und Geschäftsmodelle geht, da ist der, wenn wir jetzt über Mittelstand sprechen, häufig noch recht traditionell unterwegs. Und das könnte die Digitalisierung auf Dauer ausbremsen. Das ist so der einzige Wermutstropfen dabei, dass man eben, wenn wir über Transformation versus Disruption sprechen, dann denken viele bei Digitalisierung über die stetige Transformation
hin zum Digitalen. Aber wir müssen eben auch die Disruption sehen und diese auch nicht unterschätzen und dafür eben gewappnet sein. Darüber hinaus für Deutschland super wichtig, wir leben von der Stärke der Mitte und deswegen die Digitalisierung der Leitindustrien sind aus meiner Sicht super wichtig. Die Finanzbranche kann da ihren Beitrag zu leisten, indem sie eben das unterstützend macht. Aber wenn wir jetzt über die Automobilbranche zum Beispiel sprechen, super wichtiges Thema. Und darüber hinaus, dass wir in Deutschland die Megatrends nicht verpassen. Also wenn wir jetzt über nachhaltiges Wirtschaften sprechen, wenn wir über EU-Gelder sprechen hin zu erneuerbaren Energien, dann ist das wirklich etwas, wo gerade sehr, sehr viel Geld reinfließt. Und da kommt es eben darauf an, dass wir in Deutschland die Innovationsfähigkeit, die wir in der Vergangenheit gezeigt haben, eben dort auch einsetzen. Genau, also insgesamt blicke ich sehr positiv auf die Entwicklung in Deutschland. Also 25 Minuten über die Finanzmärkte bei einem Podcast, der D25 heißt. Wie könnte es schöner zusammenpassen? Über die Perspektiven, die Ausblicke und die Entwicklungen in der Branche haben wir heute gesprochen mit Torben Rabe von Konto. Herr Rabe, ganz herzlichen Dank dafür. Vielen Dank, Herr Jakobitz.